Gott ist gegenwärtig. Lasst uns anbeten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Stehen wir vor dir, du großer Gott. Danke für deine Gegenwart, die du uns zugesagt hast. Wir ehren dich, der du dich zu uns herabneigst und deine Arme für uns öffnest. Du schenkst uns diesen Sonntag, damit wir in deiner Nähe Ruhe finden. Alles, was uns in dieser Woche bewegt und umgetrieben hat, bringen wir jetzt vor dich, den allmächtigen, heiligen, liebenden Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. In deinem Namen feiern wir Gottesdienst. Amen. Nimm bitte Platz. Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Friedenskirche. Alle, die persönlich hier sind, und jetzt auch ein herzliches Willkommen allen, die online zugeschaltet sind und mit uns Gottesdienst feiern.
Es ist ja immer wieder ein Privileg, ein Geschenk, dass wir uns in Frieden und in Freiheit treffen können, Gottesdienst feiern, Gott die Ehre geben, Gemeinschaft haben und auf sein Wort hören. Die Informationen beginnen heute wieder mit neuem Leben. Am vergangenen Freitag, am 15. März 2024, wurde Benjamin David White geboren. Da ist er, 2 Tage alt. Oder wahrscheinlich ist es am ersten Tag fotografiert. Wir gratulieren den Eltern Katharina und Joel. Wir wünschen ihnen ganz viel Freude, viel Kraft und Gottes Segen. Und wir blicken auf die kommende Gemeindewoche. Alles, was hier so los ist, findet ihr wie immer auf dem ausgedruckten Wochenblatt und natürlich in der Friedenskirchen-App. Es ist Passionszeit, das Kreuz steht hier. Es macht uns bewusst, dass es auf Karfreitag zugeht. Und wir möchten euch einladen zu einer ganz besonderen Fastenaktion in der Karwoche. Vielleicht fasten einige von euch schon seit Beginn der Passionszeit, aber in der Karwoche können wir das gemeinsam als Gemeinde noch etwas erweitern. Bitte überlegt in der Stille, welches Fasten für euch dran ist. Worauf will ich verzichten in der Karwoche und kann dabei vielleicht neue Freiräume entdecken? Und es soll eben auch eine gemeinsame Aktion der Gemeinde sein. Der Ostergarten hat viel Wirkung auch nach außen und in der Fastenaktion wollen wir uns als Gemeinde besinnen. Und das Schöne ist, sie wird begleitet in der Woche vom 24. bis 31. von einem Podcast, den unsere geistlichen Hauptamtlichen aufgenommen haben für uns. Also das macht Mut. Worauf kann man verzichten? Ihr habt wahrscheinlich selber genug Ideen. Es können Genussmittel sein wie Schokolade, Alkohol, Kaffee, Fleisch oder andere Genüsse. Es kann vielleicht auch für den einen oder anderen angebracht sein, mal Handyfasten, wenigstens einige Stunden am Tag, mal nicht drauf gucken oder ausschalten, kann sein. Und es gibt auch Anregungen zum Klimafasten von unserer Gruppe Schöpfungsverantwortung, das findet ihr auch in der App. Bitte geht in die Stille und schreibt euer persönliches Fasten für die Karwoche auf einen Zettel. Bringt ihn nächsten Sonntag mit, dann starten wir hier im Gottesdienst die gemeinsame Fastenaktion der Karwoche. Passion, dieses Wort heißt Leiden. Wir erinnern uns in dieser Zeit an den Leidensweg unseres Herrn Jesus Christus. Und wir wollen jetzt in der Fürbitte an Menschen denken, die gerade besonderes Leid erleben. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, unser Gott, unser Vater im Himmel, danke für Jesus, deinen Sohn, der als Mensch unter Menschen gelebt hat, der den Weg des Leidens gegangen ist im Gehorsam und aus Liebe. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, uns zu dienen und dein Leben zu geben als Lösegeld. Danke, dass wir durch dich Vergebung haben. Und wir danken dir aber auch, dass wir sicher sind, dass du auch heute mitleidest. Du siehst die Eltern, die um ihre Kinder weinen, weil sie verhungern. Du siehst die Kinder, aber auch die Frauen und Männer, die verschleppt und versklavt werden und wurden. Du siehst die an Leib und Seele Verwundeten, ihre Trauer, ihre Schmerzen. Du siehst die Erschöpften und Verzweifelten. Und Jesus, du siehst auch die Täter und die Opfer. Und du weinst über die unendliche Blutspur der Kriege. Jesus Christus, wir bitten dich, sende dein Licht und deine Wahrheit, sende deinen Trost, sende Heilung und Versöhnung. Jesus, du siehst deine Gemeinde, die Menschen, die dich suchen, die nach dir fragen. Du hörst die Gebete für die Schwachen. Du siehst und hörst unser Ringen um Frieden und Gerechtigkeit.
Jesus, wir strecken uns aus nach dir und bitten dich, erbarme dich und erhöre uns. Du bist unsere Stärke, du lässt uns hoffen und wir verbinden uns mit allen Christen weltweit, indem wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nimm Platz. Ich lese uns jetzt den Predigttext aus Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Jesus spricht: Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte: Ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Vielleicht kennst du diese Situation. Du bist mit jemandem im Gespräch und du erzählst der Person, was gerade bei dir los ist, wie es dir geht. Und ihr sprecht eine Weile und am Ende sagt dir dein Gegenüber: Ich bete für dich. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich frage mich dann immer, ob die Person das wirklich macht, wie oft, ob ich dann Teil vom morgendlichen Gebet werde, ob ein Gebet gesprochen wird und es dann vergessen wird. Aber die eigentliche Frage dahinter ist ja, glaube ich, an die Kraft von Gebet. Wenn nein, dann bringt mir so ein Satz nichts, dann bräuchte ich eher tatkräftige Unterstützung, wenn ich Schwierigkeiten habe. Wenn ja, dann ist so ein Satz das größte Geschenk, das mir eine Person in dem Moment machen kann. In unserem Predigttext spricht Jesus so einen ähnlichen Satz zu Petrus. Ich bete für dich, ich bete für deinen Glauben. Da steckt wohl noch mehr dahinter, sonst würde Jesus das nicht so formulieren. Ich freue mich, heute mit euch ein bisschen näher in diesen Text zu schauen und zu verstehen, was dahinter steckt. Die Situation ist folgende: Jesus hatte gerade mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert. Dabei hat er ihnen noch ganz viel erzählt und sie darauf vorbereitet, was jetzt als nächstes ansteht. Seine Gefangennahme, sein Tod. Die Stimmung war beschwert, alles andere als ausgelassen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger wirklich jedes Wort nochmal so richtig aufgesaugt haben, das Jesus spricht. Sie wissen, hier passiert was Gewaltiges. Wir müssen jetzt richtig aufpassen. Unser Freund, mit dem wir lange unterwegs waren, mit dem wir intensiv Leben geteilt haben, er ist bald fort. Und bald wird Jesus rausgehen in die Nacht in den Garten Gethsemane und dort gefangen genommen werden. Und da wendet er sich nochmal ganz persönlich und direkt an den Petrus. Petrus hatte sich eben noch beschwert, dass er gar nicht möchte, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Zum Glück konnte Jesus ihn dann doch überzeugen und jetzt hat er seine volle Aufmerksamkeit. Jedes Wort von Jesus, ein kostbarer Schatz. Hier passiert was Maßgebliches, was von größter Bedeutung ist. Die letzten Worte eines Menschen sind überaus wichtig. Sie bleiben uns in Erinnerung und sie bestimmen, wie wir uns an eine Person erinnern. Jesus spricht mit Petrus und er sagt ihm voraus, was mit ihm geschehen wird. Er nennt ihn drei Punkte. Er sagt zu ihm: Du wirst geschüttelt werden, umbetet und gestärkt.
Drei Punkte in dieser Predigt. Der erste geschüttelt. In Vers 31 sagt Jesus zu Petrus: Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Jesus warnt Petrus. Er sagt es ihm ganz direkt: Der Satan wird dich durchschütteln. Simon, Simon, spricht er ihn an. Jesus spricht Petrus mit Simon an. Dabei hat Jesus Petrus ja diesen Namen Petrus geschenkt. Petrus, der Fels, auf den er seine Gemeinde bauen möchte. Aber jetzt sagt er wieder Simon zu ihm. Das lässt Petrus aufhorchen. Er merkt, hier passiert jetzt was, ich muss richtig gut zuhören. Und es geht ja wirklich ums Eingemachte. Jesus spricht ganz offen von Satan und der unsichtbaren Welt. Satan ist auch bekannt als der Oberste der bösen Geister. Jemand, der sich zwischen uns und Jesus schmeißen möchte, der Dazwischenwerfer, der Durcheinanderbringer. Vielleicht klingt es erstmal so befremdlich für dich, dass Jesus von Satan spricht und vom Bösen. Am liebsten würden wir diesen Vers einfach schnell überlesen und zum nächsten Vers übergehen. Aber ich bin ehrlich dankbar, dass Jesus da kein Blatt vor den Mund nimmt und einfach sagt, was Sache ist. Er gibt Petrus eine Erklärung. Eine Erklärung, warum er geschüttelt wird, warum er weggedrängt wird. Nichts geht an Jesus vorbei, absolut nichts. Er kennt diese unsichtbare Welt, er weiß, was in ihr vor sich geht und er geht selbst auch mitten hinein, damit sie uns nichts mehr anhaben kann. Petrus wird geschüttelt. Beschreibt es nicht ziemlich genau, wie sich Leben oft anfühlt? Dass wir uns auch so oft geschüttelt fühlen, wie Weizen im Sieb. Wahrscheinlich müssen wir uns wirklich wie so ein Sieb vorstellen, in dem Getreidekörner sind mit Verunreinigungen wie Erde und kleinen Steinen. Und dann wird kräftig geschüttelt, damit sich dieses Weizen von dem Unrat und dem Spreu trennt. Und so, stelle ich mir vor, fühlt sich Leben irgendwie auch oft an. Mir kam ein Bild aus meiner Kindheit, ich war im Mädchenturnen und einmal im Jahr durften wir alle auf dem Riesentrampolin springen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wirklich große Trampoline, wo mehrere Kinder gleichzeitig drauf können. Und wenn man selbst nicht mitspringt, sondern einfach nur da sitzt, dann wird man richtig durchgeschüttelt und man hat gar keine Kontrolle, wo man hinfliegt. Und so ähnlich fühlt sich Leben leider auch manchmal an. Das, was ich erlebe, passt in diese Bibelstelle. Da klingt was in mir an. Es gibt schwierige Zeiten, die ich nicht so richtig einsortieren kann. Und ich bin dankbar, dass Jesus die anspricht und dass er eine Erklärung dafür gibt. Da kommt jemand, der sich zwischen dich und mich drängen möchte und uns drängen will. Und seine Methoden sind richtig krass. Satan greift Petrus in seiner größten Stärke an. Bei Petrus war seine größte Stärke sein Mut. Wir kennen die Geschichte, bei stürmischer See ist Petrus derjenige, der sich traut, raus aus dem Boot auf die Wellen zu gehen und Jesus entgegenzutreten. Und auch bei der Gefangennahme von Jesus ist Petrus der Einzige, der noch mutig hinter den Soldaten herschleicht bis zum Haus des Hohepriesters. Aber dann, da am Feuer vor dem Haus, verlässt Petrus doch seinen Mut und er lügt dreimal und sagt, dass er Jesus nicht kennt und verleugnet ihn. Petrus, der Mutige, versagt. Der Feind greift uns manchmal in unserer größten Stärke an, weil dahinter ja auch eine Schwäche steckt. In der Stärke verlassen wir uns gerne nur auf uns selbst. Wir wissen, wir können etwas richtig gut. Das regt dazu an, dass wir Jesus gar nicht brauchen in solchen Momenten. Natürlich sind wir da schwach und angreifbar. Und es ist spannend, sich mal zu überlegen, was sind meine Stärken eigentlich? Wo verlasse ich mich komplett auf mich selbst? Brauche Jesus gar nicht. Als Jesus mit Petrus spricht und ihn vorwarnt, will Petrus das noch gar nicht wahrhaben und er beteuert noch: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und Petrus überschätzt sich komplett. Und dann wird er am Feuer lügen. Dann kommt der Hahnenschrei und die Verzweiflung und auch die Erkenntnis bei Petrus: Mein Glaube hat versagt. Ich bin es nicht wert, ein Jünger Jesu zu sein.
Und Satan ist direkt zur Stelle und verurteilt ihn und macht ihn fertig. Er spricht zu ihm, du hast versagt, Jesus wird dir nie verzeihen. Vielleicht kennst du auch solche Situationen, wenn was schief lief, dann geht es direkt richtig rund im Kopf und der Feind ist zur Stelle in den Gedanken und baut eine große Mauer zwischen dich und Gott. Sagt sowas wie, du hast versagt, du bist zu schlecht für Gott. Wie kannst du erwarten, dass Gott irgendwas für dich tut, wenn du ihn so oft enttäuschst? Aber wie gut, dass Punkt 2 kommt, umbetet und Jesus weiterspricht zu Petrus, ihn ermutigt in Vers 32. Jesus sagt, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Er sagt, ich habe schon für dich gebetet, bevor die Anfechtung kommt. Ich halte dich und deinen Glauben fest. Jesus sagt nicht, reiß dich zusammen, Petrus, und er befiehlt nicht einfach, glaub trotzdem, egal wenn es schwer wird, sondern er sagt, ich habe für dich gebetet. Jesus, der selber gerade vor seinem Tod steht und die dunkelste Zeit durchmachen muss, der sagt, ich bete für dich. Das, was auf Petrus wartet, ist von Dunkelheit, von Angst geprägt und von Versagen. Es warten Tränen und Zusammenbruch. Aber Jesus hält ihn jetzt schon im Voraus, seine Hand hin, an der sich Petrus festhalten kann, die ihn durchtragen wird. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, spricht er zu ihm. Ein Satz, an dem sich Petrus festhalten kann. Und Jesus betet auch für dich und mich. Letzten Sonntag haben wir es in der Predigt gehört, in Johannes 17 formuliert Jesus dieses starke Gebet, wo er für die Jünger betet, aber auch für alle weiteren Menschen, die zum Glauben kommen. Er betet für uns. Er betet, dass wir eins sind mit Gott, dass wir bei Gott bleiben und Gott in unserem Herzen wohnt. Noch bevor du und ich zum Glauben gekommen sind, hat Gott schon für uns gebetet. Und ich finde es so faszinierend, dass Gebet unabhängig von Zeit und Raum sein darf und dass Jesus dieses Gebet vor 2000 Jahren gesprochen hat und dass es heute für uns gilt, dass Jesus betet, dass Gott in unseren Herzen wohnt. Jesus tritt bittend für uns ein. Und er tut es nicht erst, wenn du deinen Glauben zu verlieren drohst, sondern weit im Voraus. Vor jedem Versagen, jedem Zweifeln, jedem Scheitern steht das Wort von Jesus. Ich habe schon längst beim Vater für dich gebetet. Jesus' Gebet geht immer voraus, egal was kommt. Und du bist heute eingeladen, dich an diesen Gedanken zu erinnern. Jesus hat schon für dich gebetet. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass etwas passiert ist, Schwierigkeiten kamen in deinem Leben und du im Nachhinein draufgeblickt hast und merkst, Jesus hatte schon weit im Voraus was vorbereitet, um mich da rauszuholen aus dieser Situation. Ich habe das vor kurzem erlebt. Ich war unterwegs und hatte für einige Tage ziemlich schwere Gedanken. Ich habe viel zurückgeschaut, mir Vorwürfe gemacht über Entscheidungen und Details in meinem Leben, die ich nicht mehr rückgängig machen kann. Und es hat sich angefühlt wie so ein Sog, aus dem ich nicht mehr selbst rausgekommen bin. Und ich habe zu Gott gebetet, bitte schenk mir irgendwas, an dem ich mich festhalten kann oder hilf mir da wieder raus. Und dann habe ich endlich mich entschieden, mit meinem Mann darüber zu sprechen und habe ihm davon erzählt, über was ich nachdenke und wie es mir geht. Und er hat mir dann davon berichtet, dass ein guter Freund von uns ein paar Tage vorher zu ihm kam und ihm einen Eindruck von Gott mitgegeben hat. Und sein Eindruck war, dass Gott sagt, schaut nicht mehr zurück, schaut auf das, was vor euch liegt und auf das, was kommt. Und diese Worte haben mich tief in meinem Herzen getroffen und mich bewegt und meine Gedanken waren plötzlich still. Und was mich vor allem bewegt hat, ist, dass diese Worte ja schon weit vor meinem Gedankenstrudel gesprochen worden sind. Was hat deinen Glauben ins Wanken gebracht oder an ihm gerüttelt? Erinnere dich daran, dass Jesus schon für dich gebetet hat. Jesus sagt, er betet für Petrus Glauben.
Man könnte jetzt auch natürlich einwerfen an der Stelle, Jesus, ich will gar nicht, dass du für den Glauben betest, sondern dass du verhinderst, dass Satan kommt mit seinem Sieb. Das liegt auch nahe und vielleicht hätten wir alle genauso gebetet, Satan soll mit seinem Sieb einfach wegbleiben und wir hätten gebetet, dass Jesus verhindern soll, dass Petrus dieses ganze Leid durchleben muss. Und da kommen wir zu einer ganz zentralen Frage. Welches Bild hast du von Gott? Schauen wir uns mal das Gottesbild von Petrus an. Wie sieht er Gott? Man kann das anhand von ein paar Bibelstellen erkennen. In Matthäus 16 fragt Jesus seine Jünger, für wen ihn die Menschen halten, und sie erwidern, die Menschen denken, du bist ein Prophet oder Johannes der Täufer. Und dann fragt Jesus seine Jünger, für wen haltet ihr mich denn? Und Petrus ist derjenige, der antwortet, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Er hatte eine Offenbarung von Gott bekommen. Und dann, kurz darauf, fängt Jesus an, den Jüngern zum ersten Mal davon zu erzählen, dass Leiden kommt, dass Jesus leiden muss. Und er wird auch auferstehen, erzählt er, aber da hören die Jünger gar nicht mehr so genau hin. Und wie reagiert Petrus? Petrus sagt, niemals, Herr, auf keinen Fall darf sowas mit dir geschehen. Nachdem er so klar verstanden hat, wer Jesus ist, stellt er sich jetzt gegen den Plan, weil er einfach das nicht zusammenbringt, dass sein Jesus leiden muss. Und Jesus sagt dann die harten Worte zu ihm, geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Für Petrus muss es so unglaublich schwer zu verstehen gewesen sein. Erst hat Jesus ihn noch ermutigt und ihm Berufung zugesprochen und dann sagt er sowas zu ihm. Aber für ihn haben dieses Leid und die Schmerzen von Jesus einfach nicht zu seinem Gottesbild gepasst. Ein Gott, der leiden muss, das geht doch nicht. Petrus denkt da ganz menschlich. Und ich glaube, oft haben wir ein ähnliches Gottesbild. Dabei steht es eigentlich so klar in der Bibel und die Bibel will uns helfen, dass wir ein ganzheitliches Bild von Gott bekommen und Gott in guten, aber auch in schweren Zeiten begegnen können. Und auch Petrus' Gottesbild hat sich zum Glück verändert. Jesus hat es ihm nochmal ganz genau erklärt und er durfte es verstehen. Gott ist nicht wie so eine Mauer, die starr ist, die alles abhält und verhindert, dass der Feind mit seinem Sieb kommt, sondern eher wie eine Hand, die mitgeht, die mich und meinen Glauben umbetet. Und wir können uns fragen, ist mein Gott eher ein verhinderer Gott, der Sorgen und Nöte abhält von mir? Oder ist er ein Errettergott, der mich nicht im Stich lässt, egal was kommt, der mich durchträgt und von vorne bis hinten begleitet? Wir dürfen mit Petrus mitgehen und auch seinen Prozess, den sein Gottesbild durchmacht, miterleben. Welches Bild hast du von Gott? Jesus benennt es ganz klar, der Glaube wird geschüttelt. Aber er sagt auch, er ist dabei und er geht mit. Und er spricht nicht nur durch Worte, sondern durch Taten zu uns. Jesus selbst geht in diese Dunkelheit, lässt sich auch durchschütteln, um das zu überwinden für uns. Jesus begleitet Petrus durch diese schwere Zeit in seinem Leben. Am Anfang dieser schweren Zeit sagt er, er betet für ihn, er hat schon für ihn gebetet und gibt ihm diese Worte mit auf den Weg. Und dann nach seinem Versagen trifft er Petrus wieder, kurz nach seiner Auferstehung, und arbeitet das alles auf. Nachdem Petrus so versagt hat und Jesus dreimal verleugnet hat, können wir uns nur im Ansatz vorstellen, wie zerbrochen sich Petrus gefühlt haben muss. Und dann, nach seiner Auferstehung, kommt Jesus zu Petrus ganz persönlich und klärt mit ihm diese drei Lügen. Und er fragt ihn dreimal, hast du mich noch lieb? Und dann vergibt er ihm und er macht ihm Frühstück. Jesus begleitet uns von vorne bis hinten und wir haben das Privileg, diese Geschichte im Ganzen schon zu sehen und vom Ende her zu betrachten und dürfen sie uns als Ermutigung mitnehmen. Jesus lässt uns nie alleine, auch wenn es gerade dunkel erscheint. Wir dürfen auf diesen Tag hoffen, auf diesen Morgen,
wo Jesus kommt, uns begegnet und uns Frühstück machen wird. Wie gut, dass es Petrus gibt, der uns in seinem Versagen vorausgeht und uns ein Beispiel gibt. Wir lernen, dass Glaube ans Ziel kommt. Das hängt nicht an uns, an unserem Durchhaltevermögen oder an unserer Willenskraft. Das Glaube ans Ziel kommt, hängt einzig und allein an der Treue von Jesus Christus, der an uns festhält, der uns durchtragen möchte, auch wenn wir ihn nicht immer spüren. Er ist da von Anfang bis zum Ende. Glaube hält durch, weil Jesus uns treu ist. Und ganz praktisch heißt das, sich wirklich darauf zu verlassen, was Jesus uns zuspricht. Und nicht nur darauf zu sehen, was ich gerade fühle. Wir hinterfragen so oft Gottes Worte und hinterfragen so selten die Lügen, die wir im Kopf haben. Das ist manchmal auch richtig Training, sich die Worte Gottes zu Herzen zu nehmen und sich diese Wahrheiten zusprechen zu lassen. Diese tiefe Wahrheit, dass Gott zu uns sagt, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Hebräer 13, Vers 5. Und ich komme noch zum dritten Punkt, gestärkt. Jesus sagt noch etwas weiteres in Vers 32. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Wenn du dann umgekehrt bist. Bei Petrus heißt es, Vergebung zu erfahren und von Jesus dreimal gefragt zu werden, hast du mich noch lieb? Zu verstehen, dass Jesus auch in den schweren Zeiten zu keiner Sekunde von seiner Seite gewichen ist und den eigenen Gedanken mit Worten von Jesus entgegenzutreten. Heute hast auch du wieder neu die Möglichkeit umzukehren von der Versuchung, wo du ohne Gott gelebt hast, von Gedanken, die dich von ihm weggezogen haben, von Lügen. Und du kannst zu Gott beten und ihn bitten, dass er dir die Räume zeigt, wo er gerade nicht sein darf. Und Jesus sagt zu Petrus, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Und so kommt es auch. Jesus holt Petrus aus den Tiefen seines Versagens ab. Und er zieht ihn wieder hoch und am Ende ist es Petrus, der am Pfingsten vor Tausenden predigt und ihn von der Gnade Jesu erzählt. Und die Menschen glauben ihm, dass sie sehen, da vorne steht einer, der hat es tief in seinem Leben erfahren und Jesus kennengelernt. Er hat es selbst tief verstanden, was Gnade ist. Und viele kommen zum Glauben. Vermutlich wäre Petrus in jedem anderen Kontext sofort entlassen worden, weil er untreu war und so versagt hat. Aber Jesus sieht viel tiefer und sieht genau diesen Petrus an, der komplett versagt hat. Und dieser Petrus soll jetzt Verantwortung für andere übernehmen. Es ist spannend, mal zu überlegen, welche Grundsätze von Führung bei Jesus herrschen. Erst wenn man selbst Anfechtung erlebt hat und sich schuldig gemacht hat, kann man anderen in solchen Situationen beistehen und sie ermutigen, sie trösten, für sie da sein. Wer erlebt hat, wie Jesus ihn oder sie durchträgt, kann andere damit ermutigen. Petrus wird gerufen, seine Brüder und seine Schwestern zu stärken, wenn sie gerade im Sieb des Satans geschüttelt werden. Jesus beruft ihn auch dazu, für seine Geschwister zu beten, dass ihr Glaube nicht aufhört. Petrus zeigt uns mit seiner Geschichte, dass Jesus so viel stärker ist als das Sieb des Satans, dass Jesus mitgeht von Anfang bis Ende. Vielleicht findest du dich heute in einem der Lebensabschnitte von Petrus wieder. Vielleicht bist du immer noch am Feuer oder kurz nach dem Feuer und verurteilst dich oder du wartest gerade, dass der Morgen kommt, dass Jesus dir begegnet. Oder du hast erlebt, wie Jesus dir begegnet ist und fragst dich gerade, wo kannst du ein Petrus, eine Petra für andere sein? Wir sind mitten in der Passionszeit. Eine Zeit, in der wir uns an Jesu Leiden erinnern, an den Weg, den Jesus für uns gegangen ist. Wenn Jesus für Petrus betet, dass sein Glaube nicht aufhört, dann sind es nicht einfach nur leere Worte, sondern dahinter stehen Taten, was Jesus getan hat. Und er steht mit seinem ganzen Leben, mit seinem Sterben dafür ein, für diese Worte. Petrus, ich unterstütze dich, dass du deinen Glauben nicht verlierst.
Er macht sich auf den Leidensweg bis hin zum Kreuz für Petrus und für dich und für mich. Und wenn dunkle Zeiten kommen oder gerade da sind, dürfen wir uns an diesem Gebet von Jesus festhalten, der uns gleichzeitig auch seine lebendige Hand hinstreckt und sagt, halt dich da fest. Das Gebet von Jesus hilft uns auch, uns auf schwere Zeiten einzustellen, was auf dem Weg vor uns liegen kann, damit wir unsere Augen fest auf ihn gerichtet lassen und darauf hören, was er uns zuspricht. Vielleicht kennst du solche Situationen, wie ich eingangs erwähnt habe. Du erzählst jemandem, wie es dir gerade geht, und dann sagt die Person, ich bete für dich. Gebet ist unsere machtvollste Tätigkeit, unabhängig von Zeit und Raum, und geht über unsere menschliche Kraft hinaus. Wir dürfen bei Jesus und mit Jesus dafür einstehen, dass jemand seinen Glauben nicht verliert. Und Jesus ermutigt uns dazu, füreinander zu beten, so wie er für uns gebetet hat. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Amen. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Und dann gehen wir in eine Lobpreiszeit. Danke, Jesus, dass du wirklich von Anfang bis Ende bei uns bist, dass du uns siehst und dass du dir wünschst von ganzem Herzen, dass unser Glaube nicht aufhört. Du kennst die schwierigen Situationen, die uns zweifeln lassen, die Fragen, die wir in unserem Herzen haben, die uns richtig durchschütteln. Danke, dass wir dir diese Erfahrungen und Fragen jetzt bringen können. Jesus, zeig uns, dass du direkt neben uns stehst, und schenk uns immer wieder neu den Blick auf das Kreuz, wo du hingst und alles gabst, damit wir glauben können. Hilf uns, diese schweren Gedanken abzulegen, die uns niederdrücken und von dir wegtragen wollen. Lass uns umkehren, ganz neu in deine Arme. Und vergib uns auch, wo wir alles hinterfragen, was du uns zugesprochen hast. Hilf uns, deine Worte laut in unseren Herzen zu hören und nur sie an uns zu lassen. Danke, dass du jetzt redest, Jesus. Amen. Es nicht fest, dem Vater gleich zu sein, kamst hierher zu uns auf diese Welt. Den Thron ließ du zurück, wurdest einfach Mensch, gabst dich selbst aus größter Liebe hin. Du regierst.
Generationen knien in Anbetung, sie singen alle Ehre sei dem Lamm. Und wer uns schon vorausgeht und wer noch glauben will, sie singen alle Ehre sei dem Lamm. Dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht in dich herab. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich und keine Weltmacht, nein, nichts reicht in dich herab und der Himmel sieht. Alle Schöpfung singt, heilig, du bist hoch erhöht, heilig, heilig für immer. Hat er dir vergeben und hat er dich erlöst? Sing ihm dieses Lied für alle Zeit. Und wenn er dich befreit hat und du zu ihm gehörst, dann sing ihm dieses Lied für alle Zeit. Jesus, wir singen dieses Lied in Ewigkeit und der Himmel singt. Alle Schöpfung singt, heilig, du bist hoch erhöht, heilig, heilig für immer. Wenn ein Volk es singt, heilig, die dem Herrn der und bleibst heilig, heilig für immer. Dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht in dich heran. Dein keine Herrschaft, kein Reich und keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich, keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Und der Himmel singt, heilig, alle Schöpfung singt, heilig.
The cross at the cross.
Herr Jesus, wenn wir dein Kreuz ansehen und daran denken, wie du gelitten hast, dann werden wir ehrfürchtig und erkennen ein Stück weit, wie sehr du dir selbst nicht zu schade warst für uns, für mich. Hilf uns als deine Gemeinde, Jesus, das mehr zu begreifen, zu verstehen, dass wir nicht anfangen und dein Leid abschütteln wollen von uns, Jesus, sondern dich feiern auch als den, der gelitten hat. Nimm du uns da die Hand als deine Gemeinde und nimm doch jeden Einzelnen von uns, nimm du mich an deine Hand, Jesus, und zeig uns, zeig mir, dass es für mich war, dein Leiden. Da, wo du dich ganz hingegeben hast, da wollen wir uns ganz hingeben. Unser Leben an dich zurückgeben, Jesus, da wo es eigentlich hingehört. Und danke, Jesus, dass wir doch feiern können, dich feiern können, als den Herrn über Leben und Tod. Amen. Wenn ich nichts anderes als Kampf sehe, kannst du den Sieg sehen. Wenn ich vor mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich nicht verlässt. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin, durch die Nacht sing ich dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Bist du mein Gott für mich? Wer steht mir entgegen? Es ist nichts unmöglich, wenn ich dich bei mir hab. Ich seh den Staub und die Asche, die Schönheit im Segen. Ich vor mir nur ein Kreuz, siehst du schon das leere Grab. Und wenn ich kämpf, dann auf meine Knie, gib die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin, durch die Nacht sing ich dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Wie eine Festung stellst du dich vor uns, nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin, durch die Nacht sing ich dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, hielt die Hände zu.
sie gehört dir allein. Jede Angst leg ich vor dich hin, durch die Nacht sing ich dir, mein Gott, sie gehört dir allein. Mein Gott, der sie gehört dir allein. Euch den Segen Gottes zu. Es segne dich, unser guter, dreieiniger Gott, Gott der Vater, dein Schöpfer, der sich wünscht, dass du bei ihm bist. Es segne dich, Gott der Sohn, dein Retter, der alles dafür gibt, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und es segne dich, der Heilige Geist, der dich an diese Wahrheiten im Alltag erinnert, der sie dir zuspricht und dich stärkt. Amen. Und ich darf euch jetzt noch einladen zum Gemeindecafé, zur Gemeinschaft. Wenn ihr diesen Raum verlasst, findet ihr auch Kollektenkästen. Da bitten wir um eure Kollekte zur Unterstützung der Gemeindearbeit. Und wer noch mehr Informationen über die Gemeinde braucht, findet sie entweder am Flyerständer oder an der Infotheke. Und das Schwätzbänkle, das lädt besonders ein zum Gespräch. Das wollte ich auch noch erwähnen, ja. Dann wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.